deines Krisenmanagements, das ist das Ergebnis von innovatives auch Empfinden von Lösungen, wenn ich das sagen darf. Und deswegen mein persönlicher Dank an die Bundeskanzlerin, nicht nur uns beiden in der Zusammenarbeit. Das ist eine wirklich ganz entscheidende Frage. Und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie sie in den letzten Monaten auch immer antreibt, auch gestern wieder zusammenführt, aber auch dann den Mut hat, Dinge anzusprechen und jetzt nicht nur einfach den schnellen Konsens sucht, sondern in der Sache überlegt, wie wir vorankommen, ist beeindruckend. Denn wir haben da keine andere Möglichkeit bei Corona, als auf die Wissenschaft zu hören. Alle anderen Ratgeber sind die falschen. Zunächst auch von meiner Seite ein Dank ganz persönlich an dich. Als ich Parteivorsitzender wurde, war es für mich schon eine Herausforderung im Returnieren. Und deswegen hängt es auch ein bisschen davon ab, wie viele Schweine. Also zunächst einmal ist doch ganz klar, der Kampf um Platz 1, der, glaube ich, wird mit den Grünen stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass für die Inspiration der deutschen Politik, glaube ich, eine schwarz-grüne Philosophie interessant sein kann. Dazu muss aber eine Menge passieren. Also die Parteitagsbeschlüsse der Grünen, die sind natürlich noch nicht koalitionsfähig. Das ist schon klar. Die erste Frage hat Herr Blank. Die Herausforderungen von Klimawandel und Klimaschutz, die fundamentaler sind und uns übrigens länger als Corona beschäftigen werden, und gegen den Klimawandel wird es keinen Impfstoff geben. Das wird eine viel längerfristig größere Herausforderung sein.